Es geht direkt weiter. So, ja, genau, nehmen wir die nächste Insel. Wollte die nächste Insel. Ja, vielen Dank auch, Schibi, du dummen. Macht nix, dann gehen sie halt da, was ihr Element ist. Ach, die schon wieder. Die. Turnentante. Achtung, ist das Nike? Verstehst du? Verstehst Ja, du? Verstehst du? Ich bin übrigens okay. mehr der lustige Mr. Venom 1974 und der intelligente und weise und erfahrene ist der Alpha 87 LP. Grüß Gott. Sprich doch mit mir. Ah, Knaller! Techno-Leute. Lass uns ein wenig würfeln. In Nürnberg. Also, ja, oh, wieder zwei. Also ich weiß nicht, wie viele Welten das sind. Fünf oder sechs oder so, aber die spielen wir jetzt durch. So, komm, Schibi. Ja, hör mal. Hast du platt gemacht? Oh! Ein. Aber das passiert irgendwie auch alles random, ne? Das ist nicht irgendein Sinn, dass ich sagen würde, das ist aber. Ja klar, Amy macht das hier. Natürlich. Das sind ja nun die beiden, die, glaube ich, nicht die dümmsten sind unter dem Planeten. Nicht wirklich. Ich meine, sie kann Kunst und hat musikalisch viel drauf und Amy ist ja nun mal der neunmal kluge, ne? Eigentlich der Nerd, den wir alle lieben. Oh, die kenne ich noch. Die kenne ich noch. Oh, der hat sogar drei Herzen. Ist schon unter Mittelklasse-Dämon oder was? Oh, Amy. Komm, nehmen wir eine ganz geile Kombination. Oh, Feuer und was, Meer. Das kann bestimmt unglaublich viel. Ja, klappt total. Es ist so was wie Dead or Alive Volleyball, das funktioniert dann wahrscheinlich auch gar nicht. Ich höre es nicht ganz richtig, aber spielten sie gerade die Neptun-Theme, also Outers? Ich weiß es nicht, muss das. Dachte ich gerade gehört zu haben. So, aber komm, dann lassen wir das mal Ray machen. Alles mal hier rumfetzen. Den Feuerring. Ja, die zwei könnten wir eigentlich Ja. ändern, wa? Ja. Na, Noch müssen nicht wir ganz. nochmal. Noch nicht ganz. Zwei passt doch ab nach Uranus. Freuen Sie sich wie die Bekloppten. Oh, wieder eine Puppe. Die sind sonst so total teuer im Laden. Ich gehe sie einfach klauen. Au. Das ist aber. Ein Bügeleisen? Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, aber auf jeden Fall. Sehr männlich, um es mal so auszudrücken. Ah, zack. Sie macht das aus dem Handgelenk. Okay, macht sie das halt. Bleibt das Team jetzt auch noch mal eine Runde länger. Überleg gerade, woher kennt den Dämon kannte ich jetzt echt nicht. Wieso haben wir denn jetzt auf einmal wieder andere Karten? Weil die doch einmal abgekackt ist. Oder nicht? Ach, dann wird wir neu gemischt, meinst du, oder was? Ja. Ach nee, die spielen mit zwei unterschiedlichen Decks. Ach Siehst du ja. unten? Ach, guck mal. Ja, das ist hier, ne? Ach, Yogi O ihr. lässt grüßen. Wo ich auch immer mitten auf die Straße renne, Zeit für ein Duell. Und irgendwelche Leute mich dann schon eingesperrt haben. Nein. komm. Oh. Dann ist auf dich Verlass. Komm, Ray Hino. Ja gut, dann macht's die andere. Passt doch. Also mit Chiro hat's drauf, die bleibt da. Das ist jetzt hier grundsätzlich Team B. Ja, zwei Ne? und vier Komm, muss weg lass mich mal. durchsickern. Das ist doof. Das war doof, ja. Boah, da geht's aber ganz toll nach oben. Schon wieder hier. Staubsauger-Gör. Der Dämon von Vorwerk oder so. Na, komm, hier. Oh. Das bringt uns total vorne. Okay. Dafür Michiro. Die ist Knorke, ich wusste, ich mag die Frau. Die kann's. Und noch viel mehr.
Tja, sie hat's noch nie mit einem Jungen probiert. Das weißt du doch gar nicht. Ich lebe nach der Serie und das hat sie nie probiert. Ich weiß nicht, was du da alles für ein Content kriegst. Oh, was ist das denn? Oh, jetzt sind wir hier. Die reiten. Es hat ja schon was von Final Fantasy oder so. Ach, auch komm, der Formel 1. So, wir battlen Sebastian Vettel. Aber ist schön. Eine macht falsch, andere macht das richtig. Das passt. Okay. Natürlich, Makoto. Schon verkackt. Auch vom Naturell sehr passend, ne? So, wo ist denn das East End? Ich hab keine Ahnung. Das Tokyo East End. Wer kennt es nicht? Oh, die. Ich schmeiß mal ein paar Continues rein. Komm. Jetzt packt ihr es. Oder auch nicht. Ihr harmoniert nicht zusammen, ne? Nein, nicht wirklich. Aber auch nicht viel besser. Was war 1990? Ha, ha, ha. Vulcan? Steed! Natürlich. Ja, ne? Du wusstest das. Du wolltest das jetzt nur nicht spoilen. Richtig. Was ist denn Steed, Freunde? So, jetzt komm. Ja, kriegen wir noch gebacken. Dong. Aber die Animation ist echt klasse, also. Mhm. Da könnte man wirklich ein Mario Party rausmachen. Ah. Was ist das denn, Feudel Queen? Ja, die war böse. Die war fies. Ja, komm, Chibi? Ja, wieder nur einen. Die macht nur einen. Haha! Aber ist eine Scheißquote, 30 zu 40. Zack, Fatality. Total unnütz. Aber läuft. Irgendwie erfüllt gerade Minako das Klischee. Ja, das macht sie ja gerne. Ja, das klappt total. Ich will das andere Deck haben. Da haben wir nämlich vielleicht ernsthaft eine Chance, auch mal was zu erreichen. Cooles Design, aber wer bist du denn? Die habe ich auch vergessen, aber ich finde ihre Stripes an der Oberweite schön. Nein, das Design war... genau, hier, Uno. Ne? Mächtigste Karte bei Uno. Komm. Ah. Passt. Natürlich. Instant. Passt. Fatality. Zack. Weg. Ach ja, wenn die beiden zusammenkommen. Dann knallt's. Ich lasse das einfach mal so. Jetzt komm. Komm, hier. Wo du sie gerade mit dabei hast, ne? Passt das Zeichen. Ah ne, Quatsch, die hat das andere Zeichen. Also rechts. Was bist du denn? Ah, das ist die Cyber-Tante, glaube ich. Ja? Computer-Tante, also ja. Meinst du, wir sind auch schon... Also auch ein cooles Design. Ich glaube, hier ist der letzte der fünf Witches. Also meinst du, wir sind völlig falsch abgebogen? Oh, ist geblockt oder was, ne? Mhm. Hat Schnuckerzähnchen nichts erreicht. So. Schnuckerzähnchen, das ist süß. Ah, die blaue schafft das schon. Ja, so. Passt. So, komm, jetzt nochmal. Passt. Auf Wiedersehen. Wir rotzen die schon ordentlich weg hier. Mhm. So. Ihr kriegt mich nicht. Bis zum nächsten Mal. Hier ist eine Puppe. Nee, also das Deck kriegen wir, glaube ich, nie im Leben zusammen. Ja, komm, nimm sie doch mit. Hinter dir ist eine Qualle. Nee, da kam er gerade schon her. Also. So. Die verfolgt. Was hast du? Unten oder oben? Lass mal eins. Genau. Wer bist du denn? Auch geil. Ich habe ja auch vergessen, ey. Aber cool. Wer hat denn jetzt wieder? Was war das denn? Was habt ihr denn gemacht? Jetzt habt ihr sie geknuddelt? Ja, bekehrt oder keine Ahnung. Ans andere Ufer? Komm, ihr bleibt jetzt erstmal. Die Karte bleibt ihr erstmal zusammen. Bis ich mich total blamiere. Na also.
Komm, weg. Victory. Ach, super, Uranus. So, jetzt aber. Die Karte kriegen wir noch. Ist das der, ist das der Boss? Ach so, die. Ja, die kann ich mich erinnern. Ja? Oh, 4 sogar. Na ja, gut. 3. Jetzt sofort. Klappt. Kriselt's bei euch? Ja, ich glaube, das ist. Man muss mal über die Partnerschaft nachdenken und so. Boah. Oh, beide haben jetzt verkackt. Ah, jetzt Mondgesicht. Was? Natürlich, Bunny macht wieder alles falsch, so wie immer. Das ist auch kein Wunder. Hau dich mit Chiro raus. Bunny! Natürlich. Zack, weg. Gut, dass wir dich haben. Ja, die bleibt auch da. Du hast keinen Grund, dich zu freuen. Weißt du doch, geht doch bei ihr relativ einfach. Oh, ein toller Eisbär. Wieder glücklich. Welt geht unter. Egal. Der Kaffee war lecker. Zack, Tag gerettet. Oh, geil. Ach, ja, hatten wir schon mal. Ja, was haben wir da gemacht? Weißt du das noch? Keine Ahnung, was du dafür Gadgets kaufen kannst. Komm, wir nehmen die Ballons. Geht nicht? Ich weiß nicht. Was war das denn? Das war keine gute Geste, ne? Nee. Ich fand das nicht so gut. Wieso wackelt Hutaro so? Weiß ich nicht. Du solltest hier, glaube ich, Saturn auch nicht verärgern, sagt man. Ach so, sure, wegen ihrer Sense des Todes. Also Shibuya sei hier ein bisschen besser drin als in der Serie, ne? Ja gut, ist ja immerhin schon dritte Staffel. Ja, ich meine, so, es gab mal eine Folge, hat sie ihre Zuckerherzen fliegen lassen, dann flogen sie in Richtung Gegner und dann gingen sie auf den Boden. Und sie musste sich ganz langsam nach vorne bewegen. So, hier komm. Haut sie richtig, ach, die beiden wieder. Ja, natürlich, jetzt gehen wir zum Endgegner, da brauchen wir ein vernünftiges Team. Ja, brauche ich gar nicht versuchen, kriege ich sowieso nie. No, du hast jetzt zweimal Uranus. So. Glück. Boah, ich würde so ein Schädeltrauma kriegen, ey. Ist egal, das ist wie beim Kopfball, da kommt man durch. Ah, die Level sind echt geil, also. Boss, oh. Ne? Dass du da bist, wundert mich eigentlich nicht. Das war aber auch kein Boss, ne? Das war auch nur so ein Mittel... War auch so ein Dämon, Wasserdämon. Das ist ein Dämon, das in dem Swimmingpool geboren wurde, also so. Wasser. Fatality. Und der Gag an der Sache ist, sie kann nicht schwimmen. Ist aber ein Wasserdämon. Ja, so kommt das mal vor. Da wieder Augen auf bei der Dämonwahl. Wäre genauso, als hättest du einen Fisch, der nicht unter Wasser atmen kann. Ja, soll's ja auch geben. Ein Fisch. Ja, natürlich. Hat ein Fisch kann denn unter Wasser nicht atmen? Sag jetzt nicht Delfin. So. Kann ich jetzt was auswählen? Bonus-Stage. Bonus. Ja. Yes. Was mache ich denn jetzt? Gegeneinander? Ja gut, dann Lauf. Auf die Fresse. Achso, kriegen wir irgendwelche Fragen gestellt oder was? Ja. Siehst du Fragen? Keine Ahnung. Oder, ach so, muss man hier vielleicht, nee. Hä? Verstehe ich nicht. Du musst Fragen beantworten, stimmt ja, schon. Ja, aber wo sind denn die Fragen? Ja, unten, vergraut eingeblendet. Ach, ja. Nö. Du drückst eigentlich wahllos, ja, nein. Ja, es klappt gut. Du hättest Haruka nehmen sollen. Ja, aber ich glaube, also ich meine, es ist ja eine Bonus-Stage. Wir werden ja, sie ist ja für die Zeit reicht ja.
Eine wird auf jeden Fall gewinnen. Ja, aber so wie du hinterher stolperst. Ja gut, aber ist ja wurscht, wir sind ja im Team. Seid ihr auch ja auch im Team? Kannst ja übrigens mal... Ja genau, natürlich auch im Team. Mal gucken, wer das hier bei YouTube versteht. Kannst ja mal gucken, ob irgendein Bekannter da im Zuschauerpublikum sitzt. Ob wir da ja, habe ich schon geguckt, aber ich sehe da keinen. Wie, ich habe gewonnen. Ja? Wie habe ich das denn gemacht? Indem du eigentlich ins Ziel gestolpert bist. Okay. Siehst du? Ne? Oh, ich habe Michio nie so weinerlich gesehen. Chibi guckt aber auch. Oh ja, das ist toll. So, wir setzen wieder eine Pause. Wir haben die zweite Welt hinter uns und dann gehen wir gleich in die nächste. Wir sehen uns dann gleich in Folge 3 wieder. Mit dem Alpha und mit mir und mit dem pinken Luder. Wir sehen uns.